Problematisch ist es, dass Sie wahrscheinlich bis Kusamo gar nicht auf Schnee springen können. Ja, das sollte jetzt nicht so problematisch sein. Also wir waren jetzt hier nochmal in Klingenthal und haben da nochmal auf Eis trainiert. Und vielleicht geht es ja doch noch nächste Woche Lillehammer, wir haben das immer noch vor. Und da werden wir uns noch ein paar Sprünge holen. Ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, Sie haben noch einen Landsmann quasi aus unserer ostdeutschen bzw. mitteldeutschen Sicht dabei. Stefan Hocke ist nicht dabei. Was können Sie dem sagen, tröstenderweise? Ja, erstmal gute Besserung. Also wie ich gehört habe, geht es ihm noch wirklich ziemlich schlecht. Das ist ganz schön schade, muss man sagen. Wir waren viel im Sommer zusammen unterwegs. Dass es jetzt so kurz vor dem Winter ja doch dann nochmal so daneben geht, ist wirklich schade. Und ja, wir wünschen ihm alle gute Besserung.